Servus Leute, wir sind wieder zurück bei Transocean, der Shipping Company. So, wir sind in Rotterdam und haben am Weg nach St. Petersburg. Wir haben relativ viel geladen, wir kriegen auch einiges raus, so circa 2 Millionen. Auch mit dem Abzug schon von dem ganzen Zeug. Wir müssen noch schauen, wie unser Schiffstatus ist, der ist vollgetankt, das passt perfekt. Und dann würde ich sagen, dann legen wir ab. In Rotterdam sind wir eh noch nicht abgelegt. Dann machen wir manuell einmal. Weil da sind wir ja nur reingefahren. Ich bin gespannt, ob wir da rückwärts rausschieben müssen, da aus den schmalen Gingen, wo wir das letzte Mal gestanden sind. Oder wie wir dort stehen. Nein, ich frage mich nur, wie der da dreht. Ob die da in echt nachher auch rückwärts reinschieben. Oder ob die vorwärts reinschieben und rückwärts raus. Das würde mich interessieren. So, wir fahren jetzt aber wirklich bis vorne hin. Und da können wir jetzt Vollgas rausfahren. Rotterdam ist einfach ein Riesenhafen. So, aber wir müssen nach Stockholm irgendwann jetzt nachher, demnächst. Will ich. Ah, die Kamera an sich ist einfach nur zum Kotzen. Ist einfach so schlecht, finde ich. Boah, das habe ich jetzt schon hinbekommen, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir müssen nach Stockholm unbedingt, dass wir uns die neuen Schiffe mal anschauen können. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nur. Was gibt's hier noch? Also, das ist Grafikeinstellungen. So, gib Gas, wir haben unter einer Minute, werden wir das schaffen. Wird knapp werden, aber eine Minute sollte sich circa ausgehen, vielleicht eine Minute zwei oder sowas. Es kommt darauf an, wie weit man drüber fahren muss. Eine Minute vier, perfekt. So, wir sind draußen. So, wir haben hier nochmal, das ist das. Wieso ist jetzt, ah, das ist eh die bessere, aber die ist jetzt günstiger geworden. Oder hat die vorher weniger gehabt? Na, das war auch die Balki 120-20. Um 17, das geht sich nämlich mit dem Kredit aus. Können wir auch sagen, dass wir nur die Fieder angezeigt bekommen haben? Mal. Was ist ein Seelenverkäufer? Muss man das kapieren? Na, es soll nur alle anzeigen. Auch die die eine war eine gebrauchte. Und was ist der Unterschied zwischen Seelenverkäufer und Gebraucht? Muss man das verstehen? Das checke ich nicht. Haben wir da irgendwas Fieses in einem eigenen Ladekran ausgestellt können, damit einen kleinen Häfen kriegen? Es wäre interessant, nämlich, ob ich mir nicht den hole. Der 1440 da ist, 15 Knoten. So, Kredit. Wie viel brauchen wir? Das Maximale. Geht sich das dann aus? Wir haben dann 17, soll sich ausgehen. 12 Monaten gleich zurückzahlen. Geht sich das soll sich ausgehen. Ja, da haben wir den geringsten Prozentsatz einfach. So. Scheiße, das ist nicht ausgegangen. Aber spätestens jetzt. Da machen wir manuell mit Schlepperhilfe, weil ich will nicht wieder in den Hafen reinfahren. So, ausgezeichnet zum Hafen. Wir schließen der Kürze. Treibstoff sehr günstig. Ja, wir werden eh tanken. So, dann kaufen wir uns dieses Schiff hier. Wieso kann ich das nicht kaufen? Nein, ich muss nicht wirklich nach. So, kann ich es hier kaufen dann? Ah, da unten steht kaufen. Kaufen. Yep. Das bekommt jetzt Nancy, Pacific Pearl Shark. Wir haben Saturn, dann werden wir jetzt nennen, das ist unser Merkur. Keine Ahnung. Ich nehme da jetzt einfach Planetennamen. So, Patrick Holstein, Firmenberater. Noch mehr Ansehen gewinnen Sie, wenn Sie Firmenverträge erfüllen, bei einem Firmenvertrag gehen Sie eine zeitliche Vereinbarung mit einer Firma ein, verschiffen deren Fracht zwischen zwei fixen Häfen. Die Firma bucht sie somit langfristig. Klingt interessant. Die Kunst liegt darin, lukrative Zusatzaufträge von anderen Firmen zu finden, damit sie alle Fahrten trotzdem noch rentieren. Die Aufträge der Vertragsfirma sollten aber trotzdem oberste Priorität haben, sonst droht ein Konventionalstreifen und der Ruf sinkt drastisch. Für den Anfang sollte ein Firmenvertrag reichen.
Die Firmenverträge erreichen Sie über das neue Menü rechts unten. Ah, okay. Währenddessen sollten Sie um Ihr Kapital kümmern. Liquide sind erst, wenn Sie eine 10 Millionen auf dem Konto haben. Damit ist der nächste Rang in greifbarer Nähe. So, das bedeutet, wir sollen den nächsten Rang. Steht hier im Unterricht. Kontostand, wir sollen einen Firmentrag erfüllen, 10.000 auf den Kontostand und den nächsten Rang Verfrachter erreichen. 10 Millionen. Klingt interessant. So, das machen wir mal zu. Hier ist unser Schiff, unsere Merkur. Die schaut schon um einiges größer aus. Und jetzt schauen wir uns einmal da die Firmenverträge an. Die Firmenverträge gehen von Algier nach Hamburg. 1200 Dollar. Vertragsprämie 5 Monate. Geeignete Schiffsklassen, Konventionalstrafen. Um zu expandieren möchten wir. Die wäre natürlich extrem geil. Gleich. Was? Der ist ja viel besser. Weniger Erwartung und mehr Gewinn. Ist der Weg Lissabon? Das ist da unten und das ist ja vom Weg her ziemlich gleich. Ich nehme den Vertrag an. Perfekt. Den lasse ich jetzt mal. Wir sollen einen Eno machen. Passt. Wir werden jetzt mal hier mit der nach. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Das habe ich mir nicht gemerkt. Wir müssen nach Lissabon. Ja, das ist die einzige, die so viel lagern kann. Die andere kann nicht so viel lagern. Auftragsliste. Schauen wir mal, was nach Lissabon. Super. Nix will nach Lissabon. Weltkarte kurz mal. Lissabon ist der hier. Was liegt denn da am Weg noch? Felixstowe und Rotterdam, irgend sowas. Noch einmal in den Hafen hinein. Felixstowe und Rotterdam. Und Dublin. Duck, duck, duck. Die drei nehmen wir an. Und jetzt müssen wir sich den richtigen Weg aussuchen, ablegen. Zuerst nach Rotterdam, dann nach Felixstowe und dann nach Dublin. So, das ist einmal das erste. Automatisch machen wir und maximale Geschwindigkeit ablegen. So, unser zweites Schiff steht hier oben. Da schauen wir gleich mal hinein. Das soll, muss natürlich mit weniger auskommen. 20 Tage, Hamburg, Valencia. Wir werden das hier mal reparieren komplett auch, das Schiff hier. So, mal voll tanken, weil das ist hier am günstigsten. Reparieren 8 Tage. 8 Tage, 11 Tage, 58 Tage. Boah, das wäre natürlich extrem geil. Den werden wir auch annehmen. Da haben wir eh ewig Zeit. Und jetzt warten wir mal 2 Tage oder sowas. Jetzt, wir sollten da auf den Schiffstatus schauen. 2 Tage neue Aufträge, Auftragsliste. So, in die Türkei. Dazu nehmen. Da müssen wir nur langsam fahren. Oh ja, es geht sich schon aus. Das geht sich nicht mehr aus. Genau, passt. 27 Tage. Wir haben 25 Tage Zeit. Passt. Dann würde ich sagen, spule ich jetzt so lange vor, bis das zum Ablegen bereit ist. Merkur ist in Rotterdam angekommen mit Schlepperhilfe zum Hafen natürlich gleich. Jetzt sind wir eher der Verwalter jetzt geworden. Wir werden aber auch mit der großen Merkur mal fahren. So, der nächste Punkt wäre gewesen Felixstowe. Haben wir hier noch was, was zu Felixstowe gehört? Das ist halt gar nichts. Oder Dublin wäre auch noch eine Idee. Nein, Felixstowe. So, dann leg gleich wieder ab. Fahr nach Felixstowe, da fahren sie eh nicht lange hin. Zack. Jetzt müssen wir zu der noch einmal, die braucht die Merkur ist schon wieder da. Mit Schlepperhilfe zum Hafen in Felixstowe. Auftragsliste, wir fahren nach Dublin weiter. Und dann fahren wir ja mit unserem Auftrag, Valencia war das, wenn ich mich nicht täusche. Na, Lissabon. Schauen wir mal, ob nach Lissabon irgendwas ist, da wären 460 Toys. Dann würde ich sagen, ablegen gleich wieder nach Dublin. Automatisch so. Dann hierhin.
So, die ist bereit. Und dann würde ich sagen, du legst auch gleich ab in Richtung der Türkei. Automatisch. Und jetzt fahren wir mit dieser Feeder, mit der Merkur, nach Dublin fahren wir hinein. Würde ich sagen. So, wieder vorspulen, die ist da. Manuell natürlich. Schauen wir uns mal unsere neue Merkur an, wie sie sich manövrieren lässt. Man wird nachher, weiß nicht, 20, 30 Schiffe haben wir wahrscheinlich irgendwann und dann kommt man eigentlich nicht mehr zum Selberfahren. Oh ja, man könnte jedes Selberfahren auch noch, aber für ein Let's Play wird es gleich extrem langwierig dann, wenn man zweimal fährt und dann ist der Bart aus, so ungefähr. Hat die schon Querruder? Nein, ich glaube nicht, das gibt es erst auf der großen. So, fahr, gib ein bisschen Gas, dass wir mal sehen, wo wir hin müssen. Das ist immer das Nervigste, dass man da nicht rauszoomen kann, so weit, dass man das sieht gleich. So, wir können schon nochmal gerade lenken. Ein bisschen langsamer werden. Soll ich schon zurück? Ja. Was willst du jetzt da, liebes Schiff? Wisst ihr was? Nein. Bleib da vorne. Wir machen da jetzt ein haariges Manöver. Wir fahren jetzt da links neben dem Schiff vorbei. Und schauen, dass wir da irgendwie ohne große Beschädigung vorbeikommen. Nicht komm noch näher, bleib stehen. Ja, ich weiß es. Da komme ich so nicht vorbei. So. Jetzt nach vorne. Weh, du fährst es noch nach vorne. Wir müssen langsamer werden. Nein, langsamer werden, ne? Boah. So, ganz langsam drehen wir uns euch jetzt rüber. Ich würde fast sagen, wir schlagen noch mal zu. Das wollte ich gerade nicht. Ich hätte gedacht, das geht sich noch schön aus. So, wir schlagen jetzt schon wieder komplett nach rechts ein. Wir müssen jetzt gerade noch mal zurück ein Stück. So, wenn ich jetzt nach links einschlage, dann wäre es die richtige Seite. So, das reicht schon und jetzt gerade nach vorne. Und dann sollte man halbwegs passen. Ein bisschen nach rechts einschlagen. Nur nicht zu viel. Das hört sich gleich schief an. Oder es wird einfach ein. Boah. Ich hätte geglaubt, das geht sich jetzt nicht aus. Wir sind wirklich an der Kehmauer dran. Bist du wahnsinnig? Perfekt. Nur weil das eine Schiff da war. So. Lieferungen, hä? Schließen nach Dublin, ja. Passt. So, weiter geht's nach Lissabon. Lissabon liegt nichts mehr am Weg. Kommen wir nach Lissabon noch? Ja. Passt. Ablegen. Nach Lissabon automatisch. Beide unsere Schiffe sind unterwegs. Ab geht's nach Lissabon. Anlegen in Lissabon machen wir jetzt mit Schlepperhilfe mal. Zum Hafen. So, jetzt muss ich das nochmal schauen. Wir haben hier ja den angenommenen Frachtdingsbums. Wir müssen in der und der Zeit so und so viel transportieren. Ah, so ist das gemeint. Das bedeutet, wenn ich jetzt in der Auftragsliste habe, sind das die da immer? Waren das Textilgüter? Ja. Umsatzziel 740 Dollar. Und das nach Bord sehen. Ja, da kriege ich sogar noch zusätzlich Geld. Wie geil ist das? Dann laden wir mal voll, würde ich sagen. 700. Könnte ich nochmal circa 703. Oder was halt am meisten bringt. 1,3, 1,4. 1,4, 1,444, 1,47. Sind wir ziemlich voll. Geht es sich aus noch? Na, natürlich nicht. Da ist eh ziemlich günstig.
Wir werden hier aber ein bisschen stehen bleiben. Um 1,3 Millionen reparieren auf 100%. Passt. Dann würde ich sagen, spulen wir vor. Die 20 Tage. Boss, die letzte Quartal ist finanztechnisch gar nicht gut gelaufen. Ich weiß es, dass es gar nicht gut gelaufen ist. Werde ihre Geldanlagen minus ihre Geldabgänge reduziert, um die aufgenommenen Kredite und die jährlichen Raten zu haben. Summe des Verkaufs für dieses Schiff plus ihr Konto liegt dann leider ihr Ruf darunter. Klar, soweit, was sind sie denn so verwirrt? Nein, wir sind nicht verwirrt. Aber wir haben jetzt einfach das investieren müssen. Ihre Kapitalswerte insgesamt negativ sind, leidet ihr Ruf natürlich noch mehr. So was spricht sich nun mal schnell herum in der Finanzwelt. Ja, ich weiß, das war jetzt nicht so gut, aber wir haben das machen müssen, dass wir da das Schiff fertig repariert haben und jetzt fahren wir nachher ganz gemütlich rüber und verdienen uns wieder die nächsten Millionen und dann geht's weiter. Aber das alles erst im nächsten Part, wenn es wieder weitergeht bei Boards of Call, wollte ich jetzt schon sagen, bei Transocean natürlich, der Shipping Company. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.